Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer. Chaos ist das halbe Leben. Ja, wir sind endlich frei und zurück aus dem Totenreich. Und wir können jetzt beide spielen, Simon und den Doppelgänger. Okay. Das lädt echt langsam. Ich wechsle nochmal zu Simon. Okay. Ah, okay, jetzt geht's besser. Gut. Ich rede mal als Doppelgänger hier mit allen. Euer Majestät? Was möchte er von uns? Ist alles in Ordnung? Wir wurden heimtückisch ermordet. Unser Königreich ist einem Verbrecher in die Hände gefallen und nun sitzen wir in dieser trostlosen Totenwelt fest. Was soll da in Ordnung sein? Bei Licht besehen eigentlich nichts. Dann stelle er auch nicht so dumme Fragen. Derlei sollten wir verbieten lassen. Okay, ich red mal einfach hier mit allen in der Haut des Doppelgängers. Komm bitte erst wieder, wenn du Kultur buchstabieren kannst. Ich glaube, sie verwechselt mich. Aber vielleicht ist das besser so. Okay. Oh. Ovid ist weg. Aber Orpheus sitzt da rum und sieht ein bisschen deprimiert aus. Wahrscheinlich, weil Simon ihn reingelegt hat. Also wird er wohl auch nicht gut auf uns, den grünen Simon, zu sprechen sein. Was willst du von mir? Genügt es nicht, dass du meine Gefühle für meine liebste Eurydike in so schändlicher Weise ausgenutzt hast, du ungehobelter Banause? Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor, aber ich kann das aufklären. Missverständnis? Also das ist unverfroren. Spotte nicht meiner, du Wicht, du Unwürdiger, du... Bezahlen sollst du für deine unglaubliche Ruchlosigkeit. Bezahlen, wenn du nicht schon tot wärst. Darf ich fragen, was dich so deprimiert? Unverschämter Kleiner, lästere du nur über mein Unglück. Schändlich ausgenutzt musste ich umkehren. Und nun sitze ich hier, verspottet von all den Toten und warte vergeblich auf meine geliebte Eurydike. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Okay, dann gehen wir doch mal zu Hades. Der ist nicht da. Was willst du schon wieder? Ich bin nicht der Simon, von dem du denkst, dass ich es bin. Ich bin Simon. Noch so ein Spinner. Gießt du mir jetzt auch noch mit Anträgen auf die Nerven? Ich interessiere mich für eine Weiterbildung zum Totengott. Ist das wirklich so ein toller Beruf, wie man hört? Ich finde dieses Amt einfach großartig, so geschmackvoll eingerichtet. Und dieses behördentypische Licht. Ich kann mich über meine Rechte informieren. Ich möchte mich über meine Rechte informieren. Kann ich hier die Gesetzestexte des Totenreichs einsehen? Ich finde es etwas enttäuschend, dass man hier keine Nummer ziehen muss. Das solltest du unbedingt einführen. Ich interessiere mich für eine Weiterbildung zum toten Gott. Ist das wirklich so ein toller Beruf, wie man hört? Ein toller Beruf, ja. Leider gibt es nur sehr wenige Stellen. Aber wenn du der Meinung bist, du kannst es besser als ich, dann beleg einen Studiengang an der Tartarus-Universität und komm wieder her. Ich habe noch jede Menge unbearbeiteter Anträge, für die ich einen Assistenten gut gebrauchen könnte. Ich finde dieses Amt einfach großartig, so geschmackvoll eingerichtet und dieses behördentypische Licht. Verdammt nochmal, ich hätte auch lieber eine Villa direkt am Styx mit Terrasse, Palmengarten und Swimmingpool. Du musst mir nicht unter die Nase reiben, in was für einer Bruchbude ich hier hocken muss. Aber das meine ich doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass... Ruhe, Telefon! Seltsam, es hat gar nicht geklingelt. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Voranmeldung. King's Crypt, Acheronblick. Hören Sie, wir haben hier kein Hotel.
Was willst du schon wieder? Ich möchte mich über meine Rechte informieren. Kann ich hier die Gesetzestexte des Totenreiches einsehen? Das kann man sich hier unten leicht merken. Das Gesetz bin ich. Noch Fragen? Ich finde es etwas enttäuschend, dass man hier keine Nummer ziehen muss. Das solltest du unbedingt einführen. Ich sehe schon, du hast voll und ganz verstanden, worauf es in einem Amt für postmortale Angelegenheiten ankommt. Service, Bürgernähe, effiziente Abwicklung, Personal, das im Umgang mit Kunden geschult ist. Aber ich habe ein viel besseres Verfahren. Wenn zu viele Leute in meinem Büro stehen, dann brülle ich einfach raus hier. Okay. Dann gehen wir doch nochmal zu Eurydike. Der Spießer Simon tut sich bestimmt gut auf einer Orgie. Aber erstmal rede ich nochmal hier mit dem kleinen Drachen. Einen schönen guten Tag, mein Freund. Kennen wir uns? Hey, du wirst doch nicht etwa den Don vergessen haben. Oh, verdammter Mist! Simon hat sich mit der Mafia eingelassen. Das passt zu ihm. Und ab in die Partygruft! Zur schönen Zombie-Orgie. Oh, da fällt mir ein Witz ein, aber den kann ich gerade nicht bringen, der ist nicht jugendfrei. Was willst du schon wieder hier? Ich? Ich habe mich wohl in der Tür geirrt. Kommt nicht wieder vor. In was für Lasterhöhlen treibt sich mein Doppelgänger eigentlich herum? Vika, aus. Der Computer ist kein Kratzbaum. Vika! Vika! Mädchen, komm her. Sei eine gute Katze. Ja, wer ist die beste Katze? Du bist die beste Katze. Gibt keine bessere Katze als dich. Okay. Dann wechseln wir doch mal zum normalen Simon und gehen mit dem ein bisschen, schauen uns mal um, was es hier Neues gibt. Oh. Der Baum ist leer. Terribilix ist da drin wohnt ein goldgieriger, großmäuliger, kleiner Drache. Ein Aufbewahrungsort für Rechnungen, unerwünschte Liebesbriefe und überfällige Fanpost. Okay. Oh, der Totentempel ist jetzt offen. Der sieht aber sehr kuschelig aus. Kleinen Moment, Leute. Ich muss mich gerade mal um die Katze kümmern. So, da bin ich wieder. Und meine Katze hat jetzt gelernt, dass ein Computer kein Kratzbaum ist. Okay, eigentlich hat sie nichts gelernt. Ich habe sie zu Frauchen gebracht. Okay, was gibt's hier Schönes? Kiste mit Krimskrams. Ich stecke die schwarzen Kerzen besser ein, ehe sie in falsche Hände geraten. Ah, schwarze Kerzen. Das erinnert mich an meine Zeit als Goth. Cool. Jede Menge Gold und Edelsteine und Leinenbinden? Bäh, git! Kiste? Was ist in der Kiste drin? Ich stecke diesen riesigen Genehmigtstempel, der in der Kiste liegt, mal ein. Man weiß nie, wann man mal einen Antrag genehmigen muss. Ah, das ist der Stempel, den wir für Hades brauchen. Was gibt's hier noch? Schädel. Coole Deko. Damit könnte ich auch meinem schnöden Jugendzimmer noch sehr viel Charme verleihen. Das stimmt. Da steht zurück zum Absender drauf. Wer verschickt denn sowas mit der Post? Return to Sender. Die Bänke brechen bestimmt zusammen, wenn ich mich draufsetze. Also lieber nicht. Oh, eine Vampirkatze! Wie cool, eine Vampirkatze! Ich will eine Vampirkatze!
Hallo, mein Sohn. Was kann ich für dich tun? Was ist das hier für ein komischer Tempel? Dies ist der Tempel des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Wisse, mein Sohn, du befindest dich auf heiligem Boden. Das klingt großartig. Der Tempel gehört also einem vollkommen übergeschnappten Totenkult? Übergeschnappt? Schau dich mal selbst an mit deinem albernen Hut. Das mit dem Totenkult stimmt aber. Wir kümmern uns um alle Toten, die den Weg ins Totenreich gefunden haben. Ihr verehrt also die Toten? Ist ja irre. Wie macht ihr das genau? Ganz einfach. Wir schicken den Toten Speis und Trank in die Totenwelt. Da werden sich die Toten aber freuen. Aber wozu brauchen sie das Zeug in der Totenwelt? Nun, das benötigen sie eben, damit es ihnen an nichts mangelt. So steht es in unserem Totenbuch. Von deinen Brüdern und Schwestern ist ja nicht viel zu sehen. Haben die heute Betriebsausflug? Nun ja, einige Leute haben uns verlassen, einige wurden aber auch befördert. Du meinst, sie sind gestorben? So mag dieser Vorgang auf nichtsahnende Normalsterbliche wohl wirken. Andere unserer Mitglieder wiederum haben dem Orden zeitweilig den Rücken gekehrt, um das Dasein der Lebenden zu erforschen. Gelegentlich kommen sie vorbei und berichten mir von den Fortschritten ihrer Studien. Aha, euer Totenkult ist also auf dem absteigenden Ast. Du bist wohl der Letzte, der noch die Stellung hält. Jetzt übertreibst du aber. Es handelt sich nur um eine vorübergehende Schwächung der aktiven Mitgliederbasis. Das wird sich bald ändern, wir liegen im Trend. Naja, da ist was dran. Der allgemeine Trend des Lebens zeigt klar in Richtung Tod. Aber ob das eurem Kult weiterhilft? Hat der Fahrstuhl auch irgendwas mit eurem schrägen Kult zu tun? Das ist kein gewöhnlicher Fahrstuhl. Er führt direkt hinab ins Totenreich. Damit schicken wir alle Gaben zu den Toten. Neben Nahrung auch andere Bedarfsgüter wie Genussmittel, Hygieneartikel und frische Socken. Oh, das ist wirklich sehr nobel von euch. Und was schicken die Toten dafür zurück? Leider nichts. Nicht einmal Spendenquittungen. Das ist sehr schade, denn gegenüber den Finanzbehörden würde uns das sehr helfen. Das war früher einmal anders. Da haben die Toten sich wenigstens noch bedankt. Ah, vielleicht ist da unten was blockiert. Aha, ich ahne was. Dieser miese Köter Cerberus blockiert den Fahrstuhl. Das wird's sein. Kommst du dir nicht doof vor, als Letzter hier herumzustehen? Ach, wie recht du hast. Aber es kommt einfach niemand, um mich abzulösen. Die Studien des diesseitigen Lebens, die unsere Brüder derzeit vornehmen, scheinen sehr anstrengend zu sein. Vor allem die Themen Frauen, Alkohol und Partys sind bislang stark von der Forschung vernachlässigt worden. Aha, mein Tipp. Geh nach Hause. Deine Brüder siehst du nie wieder. Aber das erlauben die Ordensregeln nicht. Es muss immer jemand den Fahrstuhl bewachen. Wenn die Toten etwas benötigen, müssen wir es ihnen beschaffen. Ach, wie gerne würde ich meinen wohlverdienten Ruhestand antreten, aber es geht einfach nicht. Du suchst also nach einem Nachfolger. Und wie? Aber zuerst müsste ich einen Totenfahrstuhls einweisen. Du hast nicht zufällig Interesse, dein Leben einer solchen erfüllten Existenz zu widmen? Ich soll hier am Fahrstuhl zu Lebzeiten verrotten? Das klingt ja verlockend. Was müsste ich tun, um Novize zu werden? Oh, zum Novizen eignet sich längst nicht jeder. Wir können nur Leute gebrauchen, die in der Lage sind, mit dem Totenreich in Kontakt zu treten. Dieses Talent haben heutzutage nicht allzu viele Menschen. Wenn's weiter nix ist, ich soll also mit meinem toten Kanarienvogel plaudern? Etwas enger sollte die Bindung an das Totenreich schon sein.
Darauf bestehen die Regeln des Ordens. Leider wachsen junge, hoffnungsvolle Kandidaten mit einem Faible für unsere Verblichenen nicht gerade an den Bäumen. Ich müsste mal eben den Fahrstuhl benutzen. Untersteh dich, der Fahrstuhl zur Totenwelt ist unser größtes Heiligtum. Ich müsste dir nach unseren Ordensregeln sogar die Finger abhacken, wenn du den Fahrstuhlknopf berührst. Niemand außer den Mitgliedern des Ordens darf sich diesem Mysterium nähern. Ich muss weiter. Wobei, ich frag noch mal das Erste. Sohn, was kann ich für dich tun? Was müsste ich tun, um Novize zu werden? Oh, zum Novizen eignet sich längst nicht jeder. Wir können nur Leute gebrauchen, die in der Lage sind, mit dem Totenreich in Kontakt zu treten. Dieses Talent haben heutzutage nicht allzu viele Menschen. Wenn's weiter nix ist, ich soll also mit meinem toten Kanarienvogel plaudern? Okay, das hatten wir schon. Ich hab da eine Idee. Wir zeigen ihm die kleine magische Scherbe. Nein, besser nicht. Nachher bringt es mir tatsächlich Unglück. Außerdem könnte die Scherbe noch nützlich sein. Okay, aber damit können wir ihm zeigen, dass wir Kontakt zum Totenreich haben. Bringt das tote Huhn was? Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Okay, Vampirkatze? Ich muss nur schnell genug sein, dann kann ich sie bestimmt in den Schacht schubsen. Hände weg von meinem Kätzchen, Sterblicher. Süße Katze. Oh, das könnte das süße Kätzchen von Wolfram zum Sange sein. Er hat ganz recht, sie ist ein bisschen, komisch. Die richtigen Beißerchen zum Blutsaugen hat sie ja schon. Jetzt fehlt ihr nur noch das passende Cape. Sie liegt so herrlich nah am Schachtrand. Was würde eigentlich passieren, wenn dieser lichtscheue kleine Blutsauger da hineinfiele? Käme sie dann unten in der Totenwelt heraus? Beim Cerberus? Oh oh, das gäbe aber ein Geschrei. Okay, was haben wir hier? Aufzugsmechanismus. Das gehört zum Fahrstuhl, aber von diesem Technikkrempel verstehe ich nichts. Hebel. Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich sehe hier niemanden. Und was ist Frevel überhaupt für ein bescheuerter Vorname? Okay, Aufzugsschacht. Hallo? Tja, keiner da. Okay, Aufzug. Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Okay, da durch den Gang kann ich nicht, aber ich kann das Fenster öffnen. Oder? Das Fenster ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden. Die Fensterscharniere bewegen sich keinen Millimeter. Was mache ich jetzt? Ah, ich habe Öl, ich kann die Scharniere ölen. Ein paar Tropfen Öl wirken immer Wunder. Und auf die okay, Fenster. Okay, lassen wir etwas Licht herein. Na, wie gefällt dir das, Vampirkatze? So hatte ich mir das gedacht. Bye bye, Dracula Kitty. Oh nö. Wie fies, ich moch die Vampirkatze. Okay, jetzt gehen wir mal mit dem Doppelgänger in Cerberus Höhle und zum Aufzug. So, düstere Landschaft, unbekannter Tunnel. Zahnräder. Die Fahrstuhlmechanik sieht ziemlich eingerostet aus. Hallo, Simon! Kannst du mich hören? Hallo, Simon! Bist du das?
Ja, ich bin hier oben. Alles klar da unten? Ja. Das ist unglaublich. Ich habe noch niemals jemanden erlebt, der so direkt mit den Toten sprechen kann. Tja, ich bin eben ein Naturtalent. Kann ich jetzt Novize werden? Novize? Warum so bescheiden? Machen wir es kurz. Hiermit ernenne ich dich zum Meister des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Meister? Hört sich gut an. Ich war schon immer der Meinung, dass ich viel zu selten Meister genannt werde. Dann werde ich nun also in den Ruhestand gehen. Auf Wiedersehen in der Ewigkeit, Meister Simon. Bis dann. Viel Spaß beim Party machen. Besuch mich mal. Cool. Ich habe meinen eigenen Kult geerbt. Okay. Das war doch kultig. Haha. Okay, der war schlecht. Entschuldigung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.